neue Position gefunden im defensiven Mittelfeld? Ja, es ist nicht ganz eine neue Position. Ich habe bei GC 4 Jahre lang dort gespielt, bei Luzern 1 Jahr. In Frankfurt die ersten 2 Jahre ab und zu dort gespielt. Die letzten 3 Jahre ein bisschen weniger, aber es ist nicht etwas allzu Neues für mich. Wenn ihr zuerst denkt, als Verteidiger Linksfuß vielleicht sogar noch eine Betreuung für François Affolter, wäre das jetzt eine Möglichkeit, dass beide würden zum Einsatz kommen? Ja, ich glaube, wir haben einen grossen Kader, wir haben viele wichtige Spiele für uns. Wichtig ist, dass wir nicht 11 Spieler haben, die in der Stammelf stehen können, sondern dass wir eben 18 oder noch mehr haben, die da in die erste Elf reindrängen. Und ich glaube, der Trainer hat viele Möglichkeiten. Der wird die beste Auswahl treffen. Noch ein Wort zum François Affolter. Wie schätzt ihr ihn ein? François Affolter hat in den letzten Jahren bewiesen, wie wichtig das er ist, in jungen Jahren schon. Er ist für sein Alter sehr, sehr weit, hat eine grosse Zukunft vor sich. Ist ein Spieler, der mit beiden Beinen im Leben steht, der immer gewillt ist, zu lernen, sich zu verbessern. Und wenn er das beibehält, dann wird er sicher eine gute Karriere machen.